Moin. Jo, heute mal wieder ein für Umme Video. Es geht aber um das Sanremo 7117 LUX LYT6. Ja, was soll man zu der Typenbezeichnung von Sanremo noch sagen? Mir fällt da nicht mehr viel zu ein. Keine Ahnung. Ich finde somit die schlimmsten Bezeichnungen, die es gibt. Kann sich kein Schwein merken. Bleibt kurios. Der Wunsch, dass Sanremo ihren Messern mal normale Namen verpasst oder kürzere Nummern, zumindest etwas einprägsamere Nummern, wie zum Beispiel bei Zero Tolerance. Ich glaube, so weit wird es nicht mehr kommen, aber es wäre wirklich wünschenswert. Jo, aber kommen wir lieber zum Messer. Die sind nämlich bei Sanremo so gut wie immer sehr, sehr gelungen. Dieses Modell hier habe ich euch erst vor kurzem vorgestellt, hat es mir doch sehr angetan. Das liegt größtenteils am Preis. Wir sprechen hier von 15 Euro habe ich dafür bezahlt. Dafür bekommt man eine taugliche Klinge im Flachschliff. Da bekommt man eine Säge, die ich nicht gereinigt habe. die sicher verriegelt über Linerlock, natürlich genauso wie die Klinge. Das ist immer eine gute Sache. Außerdem hat man hinten nochmal zwei Zusatzwerkzeuge, Gurtschneider und einen Phillips-Dreher. Und auf der anderen Seite einen Flachkopf, Flaschenöffner, Kapselheber, wie auch immer. Alles sehr, sehr sauber verarbeitet. Glasbrecher hinten dran noch. Und diese schönen, bronzeartigen Aluminiumgriffschalen, die einfach sehr, sehr hochwertig verbaut wurden. Das ist einfach sehr, sehr erstaunlich, wie sauber Sanremo hier fertigt. Also mich beeindruckt das immer sehr. Die Carry Pocket Clip, wirklich, wirklich absolut gelungen, qualitativ und auch von der Gebrauchsfähigkeit dieses Modell. Ja, und das möchte ich jetzt an euch raushauen für Umme. Das heißt, wer Interesse an dem Teil hat, der bekundet das einfach in den Kommis, tackert da einfach mal was rein, dass ihr auf das Teil steht, wie auch immer, dass ihr es gerne haben möchtet, irgendwas in der Art. Dann werde ich das Video wieder eine Woche laufen lassen und dann per Random Comment Picker einen Gewinner ziehen und den dann in den Kommis dann auch anschreiben. Alles klar, Gudi, das war's dann von mir. Euch allen viel Glück, bleibt gesund, Peace, ich bin raus.